Hallo meine Handwerkerfreunde, wie geht's euch? Wir sind heute nochmal auf der Baustelle, wir machen Restarbeiten auf der Baustelle. Hier haben wir auch schon ein paar Videos gemacht tatsächlich. Und genau, wir erzählen ein bisschen was, wir zeigen ein bisschen was, das Ganze nach dem Intro. Bleibt dran, Freunde. Also, zwei ist jetzt so, wir haben ja hier schon ein paar Videos gemacht. Das hier war das Badezimmer, worüber ich das Video gemacht habe, wie ich oder welche Arbeitsabläufe ich in dem Badezimmer mache. Ne? Das ist im Prinzip so, wir haben hier zwei Fliesen noch beigefügt. Das ist diese und diese. Beide sind Meter auf Meter Fliesen. Die sind jetzt mal kaputt gegangen. Die sind einfach so hart, ich weiß nicht, im Betrachtet nicht. Wir haben die mit der Flex geschnitten, die brechen einfach wie sie wollen. Das war eine Katastrophe. Ne? So, die haben wir jetzt nachbestellt, noch beigelegt. Genau, und jetzt zeigen wir einfach mal, die Kunden wollten halt hier im Bereich halt Mosaik vor die Badewanne, die Platten. Ich persönlich finde die geil, also ich weiß halt nicht, ich würde sie mir wahrscheinlich selbst mitlegen, weil wir daheim auch schon die richtig geil. Ich habe so Platten noch nie gesehen, ist halt mal was anderes und irgendwie hat das schon Stil. Ja. Genau. So, und ja, dann haben wir jetzt fertig gemacht, dann wird noch gefugt, dann haben wir hier im Prinzip Boden, 60x1,20 m Platten. Hier kommt nachher ein schöner Einbauschrank rein, das ist so ein Spiegelschrank, der hier reinkommt, dann wird dann überdeckt dann nachher. Dann ist dann halt ein Schrank, den man aufmachen kann, ein Doppelwaschtisch. Hier die Seiten haben wir auch mit den bunten Fliesen gemacht. Da wollten die Kunden so, damit wir die Seiten dann damit machen. Socken müssen noch gesetzt werden, die werden jetzt geschnitten. Dann haben wir hier den Duschbereich, Mosaik auf Boden. Eine Rinne mit einer Fliesenmulde. Dann haben wir die 60-60er an der Wand und hier haben wir noch eine Schiene eingebaut mit Mosaik in den Nischen. Du kannst die Nische auch mal gerne von ein bisschen näher filmen. Ja, können wir machen. Genau. Das ist dann der Duschbereich. Ja, es ist halt viel, aber es ist halt irgendwie cool. Ich weiß nicht, das ist einfach cool. Meine Meinung. Ja. Weil man sieht es halt nicht so oft. So, dann haben wir halt noch den WC-Bereich. Es sollte anfangs eigentlich gar nicht gefliest werden, meiner Meinung nach, aber relativ unvorteilhaft. Also ich rate immer davon ab, den WC nicht zu fließen, weil es ist ja erst schön, es ist mal was anderes, halt kein Mittenfließ zu haben, aber man ärgert sich im Nachhinein immer. Man ärgert sich einfach, weil dann einfach mit der Zeit nicht schön aussieht. Ne? Ja, da war im Prinzip der Badezimmer, ich finde dein Chart, wir sehen das nie fertig. Ne? Oder selten fertig, dann halt auch mit Armaturen, mit der Duschkabine und so Sachen. Das sehen wir halt relativ selten. Aber im Großen und Ganzen ist es schon ein außergewöhnliches und schönes Bad geworden, meiner Meinung nach. Ja, wir können jetzt auch noch rübergehen, da haben wir noch ein Badezimmer gemacht. Ja. Genau, noch einmal Gesamtbild. Das sieht doch sauber aus, oder? Ja, entscheiden sich halt die Geister bei uns in der Firma wegen den Platten. Ja, generell, wir haben ja auch einen TikTok darüber gemacht mit dem Mosaik. Und die Leute, die sagen schon, die Mehrzahl sagt, ja, was sind das denn für hässliche Fliesen? Ja, aber es ist halt Geschmackssache, über Geschmäcker streitet man. Das ist einfach Fakt. So, wir gehen jetzt einfach mal rüber in ein anderes Bad, dann erzähle ich da noch ein bisschen was. So, jetzt sind wir hier in den nächsten Bad, die wir auch gemacht haben. Das sind insgesamt vier Bäder. 1, 2, 3, 4 Bäder, genau. Hier ist im Prinzip komplett, das ist ein Kinderbad. Hier komplett 60x1,20 m an Fliesen. Wir haben hier einen Überstand von den Schieben. Falls ihr das auf dem Video seht und euch fragt, warum bin ich hier so weit weggekommen. Hier kommt noch eine Tür rein. Das sind flächenbündige Türen, Blockzargen kommen hier rein. Das heißt, wir legen hier nachher noch ein Stück gegen die Tür bei. Deswegen habe ich die Schiene so weit rausgucken lassen. Ja. Schienen sind edelstahl gebürstet. Winkelschienen, ganz normale Winkelschienen, gefallen mir persönlich am besten. Hier haben wir Duschbereich, die Rückwand vom Duschbereich, wo auch mit diesen bunten. Das ist aber jetzt ein anderes Modell. Also das ist dieselbe Firma, aber ein anderer Farbton bzw. eine andere Serie. Das sieht man ja auch ganz klar, die sind eher ein bisschen leichter strukturiert. Ne? Nicht ganz so bunt und stark und massiv wie die anderen da drüben. Genau, dann haben wir hier auch wieder eine Duschrinne mit Fließmulde.
Hier an der Seite haben wir Gefällekeil, steht da Gefällekeil eingebaut, saubere Silikonfuge und dann steht nachher hier, wie immer, unser Duschglas drauf. Ne? Ja, Elektroklo sieht man ja als Kabel, das heißt, da kommt halt so ein Klo, was halt, wo die Düse rauskommt. Genau, so, das ist dann halt dieses Bad, wir gehen jetzt noch einmal hoch, nochmal in das dritte Bad quasi. Und dann haben wir alle Bäder, die relevant sind. Unten haben wir noch ein Kellerbad, das ist dieses Badezimmer, wo ich das Video ohne keine Wandplatten hatte, verlegen gemacht habe. Dann sind die 20x50er Platten, wo ich auf den Laser aufgestellt habe. Ist halt unspektakulär, habe ich auch schon gezeigt, deswegen mache ich da jetzt, laufen wir nicht bis runter. Ich zeige euch jetzt einmal oben, dann erzählt ihr ein bisschen und dann sind wir auch richtig, gell? So, jetzt sind wir die ganze Woche im dritten Bad, beziehungsweise für uns im ersten Bad. Wir haben natürlich von oben nach unten weggearbeitet. Genau. Einmal die Klokiste. Ja, ganz normal, rundherum kommt nur Socke. Auch wieder 60x1,20 Meter Boden. Das sind alles dieselben Fliesen. Da sind jetzt dieselben Musterfliesen wie draußen drunter in dem Kinderbad. Hier haben wir den Duschbereich. Ja, alles ist ein bisschen dunkel, ne? Noch ein Spot rein. Auch wieder mit Nische, allerdings Nische gefliest, also nicht mit Mosaik, sondern mit so einem normalen Fliesen. Wieder Fliesenmulde, Wände wurden abgedicht. Ich erkläre kurz einmal den Überlappdicht, ich weiß, ich habe da schon mal was erzählt. Boden wird abgedicht, wir haben Esstisch gemacht, dann Gefälle Esstisch hergestellt. Dann wurden die vorher die Wände abgedichtet, das heißt überall Dichtbänder rein, Dicht Außenecken, Dicht Innenecken in die Nische. Alles abgedichtet, Dichtbänder mit einem separaten Material verklebt. Und den Boden habe ich aber mit Dietramatte abgedichtet, ne? Weil die Dietramatte ist einfach dicker als die Dichtbahn. Und damit kommen die mit dem Mosaikhöhe auf dasselbe Niveau wie die 60x20er Fliesen. Ne? Weil sonst hätten wir einen Höhenunterschied, dann geht halt gar nicht. Ne? Genau, das ist der Duschbereich, groß, geräumig. Hier kommt rundherum noch Socke. Und hier im Prinzip bündig abschließend mit der Wand steht nachher eine große Sauna. Ne? Also eigentlich ganz gemütlich. Waschbecken sollte nicht gefliest werden, ja, das war eigentlich. Ne? Ist zwar alles nicht so viel gefliest, aber war alles Arbeit tatsächlich. Die 60x20 Meter Platten auf den Boden zu legen, das ist Arbeit. Ne? Das ist meiner Meinung nach Arbeit. Geil. Ja, dann Bad im Prinzip, Männer. Bleibt dran und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. In diesem Sinne, abonnieren, Instagram auschecken, dranbleiben. Ciao!